Hallo zusammen, wir sind hier am Rallye du Valais in Sion. Ich habe gedacht, ich mache mal ein Wochenendvideo, was ich so alles mache als Rallye-Fahrer. Ich stehe jetzt hier am Start vom Shakedown. Das ist ein kleiner Test, um einfach zu schauen, ob das Auto läuft. Und nochmal ein bisschen Setup-Änderungen machen, einfach um ein bisschen Fahrt zu kommen. Heute Abend ist dann der Start und dann, ja, hoffe ich, dass ich euch einiges zeige. Es ist schon mal ein bisschen stressig zwischendurch. Darum ja, mal schauen, was es da draus gibt. Ich denke, ich zeige euch mal ein bisschen mein Auto. Es ist ein Renault Clio R3T. 1,6 Liter Turbo mit fast 250 PS, Frontantrieb. Ich habe hier den Hauptschalter. Dann startet das Teil auf. Dann habe ich hier verschiedene Knöpfe. Ignition ist Verzündung. Dann muss ich drücken, dass ich noch starten kann. Und für den Ladeluftkühler kann ich den mit Wasser besprühen. Das ist, wenn das Motorsaugluft kann, ein bisschen Temperatur senken kann. Ich habe hinten einen 10 Liter Wassertank. Das Getriebe ist sequenziell, also ich kann hier die Säure zum Umschalten und drücken zum Abschalten. Dann die schöne Handbremse habe ich natürlich noch, hydraulisch. Am Steuerrad habe ich verschiedene Knöpfe. Der Knopf ist, wenn ich den hintersten Gang einlegen will. Der ist zur Sicherheit da, weil wenn ich zum Beispiel vom sechsten Gang in eine Spitzkehre anbremsen muss, abschalten, dass ich nicht aus Versehen in den Leergang schalte oder in den hintersten Gang. Hier kann ich ein bisschen umblättern auf dem Display. Man sieht hier ja, verschiedene Tankanzeigen, alle möglichen Temperaturen, Bremsbalance, ob es irgendwelche Fehler hat am Motor oder etwas. Dann habe ich hier Engine Map, das ist das Motorenmapping. Das ist einfach, eins ist normal, fahre ich auf der Straße, mit 2, 3 und 4 kann ich auswählen, wenn ich Prüfung fahre. Dann habe ich hier den Scheinwerfer-Knopf, den Blinker habe ich hier einen Knopf, dann den Scheibenwischer habe ich einen Knopf. Hier habe ich die Aktionskontrolle, die ich einstellen kann. Eins ist ausgestaltet und dann 2, 3 und 4 ist immer ein bisschen mehr die Aktionskontrolle. Die Hupe habe ich und hier habe ich die Launch Control. Was ich auch noch verstellen kann, ist die Bremsbalance an dem roten Drehschalter. Da kann ich während dem Fahren die Bremsbalance verstellen. 3, 2, 1, los! Rechts 2 minus Tont, 60 nach rechts. Linkskehre 1 Tont, Sport, 80 nach rechts. Und rechts 4, ist gut. Läuft etwas besser, hä? Ja, viel besser. Start! Unglaublich, wie es geht. Nur Party, nicht mehr. Aber es ist cool. Ja, ist cool. Das Auto ist relativ weich jetzt. Ja, jetzt. Hast du gemerkt im Karussell, wie es macht? Mhm. So, es ist okay für heute Abend. Ja, sicher. Gehen wir gerade für die zweite Runde, oder willst du etwas machen Sollen wir etwas härter machen, einfach zum Probieren? Also, für heute Abend, wenn die Autos geht. Ja, ich weiß, einfach zum Probieren. Ich weiß wie du willst. Gehen wir kurz in Assistos, wir haben ja noch Zeit. Ja, 108 Ziele. Auf, rechts 4, ist gut, bremsen. Mapping. Wir haben eine Sekunde weniger. Ja, im Karussell war es etwas besser, oder? Ja, schon besser, ja. Ja. Es ist. Aber es ist schon eher so Virage, nicht? Allgemein. Klar, im Karussell, du hast immer Untersteuer. Und es hat nicht viel Grip hier. Ja, stimmt. Ich glaube, wir lassen so für Ecole, nicht? Für Ecole, ja. Also, die Rallye fängt jetzt dann gerade an. Wir fahren aus dem Servicepark und an die erste Zeitkontrolle. Also, wir haben jetzt die erste Zeitkontrolle gehabt. Wir gehen jetzt in die Refueling Zone. Da wird einfach das Auto getankt. Ich muss das Auto dafür abstellen. Und ist einfach so, da ist mit Feuerwehr und alles parat, dass ja nie passiert, aber es passiert auch nie etwas. Also, nachher fahren wir von
CEO auf Martini runter für die erste kleine Wertungsprüfung. Bei 40 Minuten fahren wir dort durch ab. Also wir sind jetzt etwa 2 km vor der ersten Etappe. Wir sind jetzt Bremsen am Heizen, dass die Pneu noch warm sind. Und nachher werden wir noch Luftdruck machen und Helm und Zeug anlegen. Und dann geht es los. Geradeaus, oder? Geradeaus, genau, ja. So, da gibt es noch eine kleine Fahrerpräsentation jetzt dann. In dem alten Römerstadion. Es ist so. Okay. Oh, Püree. Ja. Es ist niemand mehr da. Oh, Ali, ja, Sam. Ouais, merci. Merci. Ist noch kalt? Nee. Okay. Ein Öfte. Hä? Hat er den Wischen genommen? Ja, wir hatten 2,1. So lieb, also 1,9. Ja. Startmalweise um 3,50. Erste Kurve 60, links 2 minus Sport. Ist gut? Ja. 20. 10. 5, 4, 3, 2, 1, los! 60 links 2 minus Sport, auf, rechts 60, auf, links voll. 60, Schikan, links rechts 2 minus. 2 minus. 100 nachher. Ziel. Affundo, affundo, affundo. Vai, 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 grande animale! Die Turbo hat 60 Grad jetzt gehabt, Lufttemperatur. Schon? Ja. Bremse. Ist gut. Ja, es war in Wall, es war zum Teil rechts lippi. Ja, diese links lang war. Aber im Schuss war Griff wieder gut. Ja, ist gut, gehen wir. Sollen wir Helm gerade anlassen? Wie viel ist es? Wie viele Minuten haben wir? Ja, haben wir 4 Kilometer. Wie viel? 4? 4 Kilometer. Ja. Und noch 15 Minuten vor dem Stempel. Ja, wir fahren gleich bis zum Start, oder? 1, los! 80, links 2, 80, links rechts 4, auf, links 3, auf, rechts 5 minus, kurz, 60, rechts gehen 1, auf, Bang raus, nein, ist gut. Es geht eins. Wieder eins. Na, Püree. Auf, links rück kurz. Auf, links geht eins. Links geht eins. 60, rechts 60 Ziel. Auf die Brücke. Ja. Ist gut. Mapping, Mapping, Mapping. Ja. Ah, ja, ja. Zu viel Attack am Ja, am gerade Anfang, Reifen ja. Noch, ja. Und ja. Etwas nicht perfekt hingehört. Ah. Ich habe das zu spät. Ich weiß, ja, ich habe nicht genau gehört. Kein Problem. Aber ja, kalte Reifen auch. Ja, stimmt. Aber im Schotto war geil. Ja, das war cool. Ich hatte nachher immer Angst, dass... dass das Schiff uns aufholt. Ja, ich habe auch so überlegt. Ich habe immer wieder im Rückspiel Licht gesehen. Mhm. Aber dann habe ich immer wieder zum Teil die Konzentration verloren wegen dem. Okay. Aber ja, wir sind durch. Tout droit au début. Et marche arrière, moteur calé, 25 und mehr. Nous sommes ici alors. Ouais. Sur les terres, c'est bon. Ouais. Warte mal. Also, 11 vorne. Und würdest du noch weicher machen? Ja.
Ja, aber nicht extrem. Weil nur 2 statt 4. Ja, weil es ist schon relativ viel. Ja. 4. Ja. Ja, wir machen nicht 4. 2. Mhm. Ein bisschen weniger als 45 Minuten. Ja. Und 15 Kilometer. Ja. Also haben wir schon Zeit. Ja. Ja, beim Dissern, ich habe gemerkt, die Reifen haben dann leicht überhitzt. Auch die Bremsen waren sehr heiß. Ja. Es war weich, die Pedale. Ja, ja. Aber es hat immer noch gebremst, aber nicht mehr so stark, nicht mehr so aggressiv. Mhm. Also wir stehen jetzt am Start von der 3. Etappe. Wir haben unterwegs den Dämpfer noch ein bisschen gestellt, noch ein bisschen weicher jetzt für den Schotter, der kommt. Und noch weichere Pneu montiert. Und jetzt schauen wir mal, dass wir ohne Fehler durchkommen. 30 Sekunden. Lichter? Ja. 5, 4, 3, 2, 1, los! Rechts 5, 80, links voll minus kurz, 80. Wir haben das Setup etwas weicher gestellt und auf der Bodenwelle war es viel sicheres Gefühl. Und, wir haben jetzt die zweite Zeit gemacht in der Clio Trophy und im Gesamten sind wir zum vierten. Ich glaube 20 Sekunden hinter dem zweiten Platz. Also ja, ist okay. Hier können schlimmer rauskommen. So, wir sind wieder in Sion. Jetzt kommt der Arbeitsservice, wo wir 3/4 Stunde. Wir können das Auto warten, alles anschauen, kontrollieren. Voilà. Also ich bin jetzt hier wieder im Hotel. Der Service ist bis um 10:30 gegangen. Das Auto steht jetzt im Park Fermé. Morgen geht es wieder etwa 20 ab 9 Uhr kommen wir aus dem Parkfirma raus, wieder ein bisschen diesen Service machen, kurz auf die nächste Etappe. Und ich habe noch schnell das Video geschaut. Ich habe ziemlich genau 20 Sekunden verloren. Also der Fehler war eigentlich, dass ich nicht richtig zugelassen habe. Also die Distanz zwischen der Kurve und der Spitzkehre habe ich überhört. Glück im Unglück war aber gleich ärgerlich. Ich habe noch Konzentrationen verloren gehabt und recht viel Zeit verloren. Auch war das Setup ein bisschen zu hart. Wir haben es dann auf der letzten Prüfung wieder ein bisschen weicher gemacht. Es war dann wirklich gut. Es hat mega Spass gemacht auf dem Schotter und in der Nacht. Ist wirklich, das ist richtig rally. Und ja, jetzt muss ich noch da ein bisschen aufschreiben, kopieren. Ich habe hier noch einen Drucker dabei. Wir haben die Streckenspione. Die gehen, bevor die Strasse gesperrt wird für uns, gehen die nochmal schnell durch und schauen, ob irgendwo Sachen auf der Straße hat, also wenn es nass ist oder dreckig, irgendetwas, dort da aufschreiben. Und für das brauche ich jetzt eben die Kopie. Gehen sie uns dann per Telefon durch und dann ja, können wir einfach ein bisschen sicherer fahren. Dann muss ich auch noch ein bisschen zu trinken parat machen, wieder für morgen. Dann habe ich hier
So isotonisches Getränk. Ich mache jetzt hier 3 Liter parat für morgen. Habe ich einen Camelberg im Auto, den ich immer daraus trinken kann während dem Fahren. Weil ja, in Sachen Konzentration ist es schon mega wichtig, dass man immer genug Energie hat. Und ja, dann irgendwann nach dem 12 Uhr werde ich dann noch duschen und dann gehen pennen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao!